war sie nach dem Erdbeben abgeschlossen. Es war ein Erfolg der Bilder. In L'Aquila gab es ein schreckliches Erdbeben. Aber Italien ist nicht L'Aquila. Berlusconi nimmt den Erfolg von L'Aquila und sagt, ich bin toll in allem. Aber er ist nicht toll in allem. Er war sehr schlau, das zu tun in L'Aquila, was er gemacht hat. Letztendlich ist aber alles wie aus Pappmaché. Denn wenn die Nachricht keine Schlagzeilen mehr macht, verzögert sich alles. Man wendet sich anderem zu. Die Häuser werden nicht fertig. So war es bisher immer. Er reitet auf Events. Dann findet er ein anderes Ereignis, um sich darauf zu schwingen. Aber die Infrastruktur Italiens steht still seit 50 Jahren. Wut in L'Aquila. Die Einwohner haben ihre Schlüssel an Absperrgitter gehängt, als Symbol für ihre alten Häuser, die sie noch immer nicht betreten dürfen. Das Stadtzentrum wird gestürmt. Auch ein Jahr nach dem Beben liegt der Schutt in den Straßen. Es ist ekelhaft. Es gibt nichts mehr. Sie haben nur geklaut und basta. Das Geld aus dem Ausland und aus Italien, wo ist es denn? Wir Bürger wollen für unsere Stadt arbeiten. Wir wollen sie nicht immer abgesperrt, wie gelähmt haben. Jeder hat die Vorstellung, dass in L'Aquila mit der Bereitstellung der Häuser alles in Ordnung ist. Aber uns geht es um die historische Altstadt. Bisher ist nichts passiert. Nur der Versuch, sich das Geschäft mit dem Schutt unter den Nagel zu reißen. Jetzt spricht man sogar von einer internationalen Baustelle. Das heißt, es ist ein Geschäft, bei dem wir nichts mehr zu melden haben. Jeden Sonntag kommen sie mit Schubkarren und Eimern und räumen selbst auf. Sie sind zornig auch, weil sie erfahren haben, dass Bauunternehmer gelacht haben, als sie vom Erdbeben hörten. Andere machen Geschäfte, doch sie selbst sehen nur Trümmer. In der Stadt und in ihren alten Häusern. Auch nach einem Jahr dürfen sie mit den Aufräumarbeiten nicht anfangen. Sie warten auf Geld und notwendige Genehmigungen. Maria Teresa Pasquantonio zeigt uns das Kinderzimmer ihrer Enkelin Bia. Sie selbst sind in ein selbstgebautes Holzhaus im Garten gezogen. Ja, ja, die Fernsehnachrichten sagen, sie haben uns Häuser gebaut, alle untergebracht, alles in Ordnung, alles Jubel, Trubel, Heiterkeit. Aber so ist es nicht. Wir haben keine Freunde mehr, keine Bezugspunkte. Wir sind alle verstreut, die einen an der Küste, die anderen 30 Kilometer entfernt. Es gibt keinen Treffpunkt mehr, keine Piazza. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mit Übergangshäusern auf der grünen Wiese ist eben noch lange nicht alles gut, sagen die Einwohner von L'Aquila. Der Zivilschutz hat ihnen in der höchsten Not geholfen. Aber was jetzt? Doch Kritik weist Berlusconi weit zurück. Dass gegen den Zivilschutz jetzt gar ermittelt wird wegen Korruption bei öffentlichen Bauaufträgen, er nimmt's persönlich. Es scheint ja inzwischen ein Nationalsport zu sein, die niederzumachen, die für das Wohl des Landes arbeiten. Darüber muss man sich beschweren. Mit Wohltätern meint er zuallererst auch sich selbst. Zu Unrecht sieht er sich verfolgt von der Justiz. Mehrfach wurde er angeklagt wegen Betrug, Korruption, Bestechung, Steuerhinterziehung. Doch einer Bestrafung konnte sich Berlusconi immer wieder durch Gesetzesänderungen entziehen. Bereits in seinen ersten zwei Amtszeiten als Ministerpräsident muss er vor Gericht erscheinen. Für ihn wie eine Majestätsbeleidigung. Ich würde wirklich sehr gerne Ihre Fragen beantworten, aber ich würde Sie doch bitten, zum Regierungssitz zu kommen, so wie es sich im Umgang mit einem Regierungschef gehört. Berlusconi sieht sich als Opfer, nie als Täter. Ich bin absolut der von Staatsanwälten meistverfolgte aller Epochen und der gesamten Menschheitsgeschichte in aller Welt. Ich musste mehr als 2500 Gerichtstermine ertragen. Zum Glück habe ich in der Vergangenheit gut gearbeitet und konnte so ein großes Vermögen zur Seite schaffen.
So konnte ich mehr als 200 Millionen Euro für Richter, die mich beraten, für Anwälte ausgeben. Aber die Verfolgung, die geht natürlich weiter. Das Gerichtsgebäude in Mailand am Wohnsitz Berlusconis. Hier laufen und liefen zahlreiche Prozesse gegen ihn. Im Fall Mills ging es um Bestechung. Der englische Anwalt selbst wurde in erster Instanz verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass er von Berlusconi $600.000 für eine Falschaussage bekommen habe. Im Fall Mediaset geht es um Steuerhinterziehung bei TV-Rechten. In erster Instanz wurde er zu 4 Jahren Haft verurteilt. Nach dem Urteil sah sich Berlusconi verpflichtet, in die Politik zurückzukehren. Am bekanntesten natürlich der Ruby-Prozess. Ihr erstes Erscheinen vor Gericht, ein Medienspektakel. Der Ruby-Skandal erzählt viel über das Frauenbild in Italien. Frauen, das sind doch fast alles meine, scherzt Berlusconi. Soll keiner sagen, Frauen hätten nicht ihren festen Platz im Fernsehen. Sie beherrschen die Fantasie vieler Männer. Frau, Donna, kommt ja vom lateinischen Domina, will heißen von Herren. Ihr seid unsere Herrinnen. Fernsehen als reine Fleischbeschau. Seit dem Aufkommen des Privatfernsehens in den 90ern habe sich viel verändert, meint Filmemacherin Lorella Zanardo. Jahrelang hat sie im Ausland gelebt. So etwas zu sehen hat mir wirklich wehgetan. Ich habe den Fernseher angeschaltet und war erschrocken. Ich musste sofort reagieren, habe alle angerufen, die ich kannte. Mama macht den Fernseher an. Ich dachte, das wäre was Außergewöhnliches, eine Frau, die unter den Tisch kriecht. Die Antwort war, nein, so ist halt das Fernsehen hier. Was folgte, war ein Dokumentarfilm, ein Zusammenschnitt des italienischen Fernsehens. Das hier läuft zum Beispiel um 8 Uhr abends. Typisch italienisch, 70-Jähriger, ein halbnacktes Mädchen und die Männer lachen. Und die Wirklichkeit? Daria Corrias hat einen Sohn, der bald 3 Jahre alt wird. Einer Freundin wurde gekündigt, als sie schwanger war, die meisten aber verzichten ganz auf Kinder. Ausgerechnet in Italien. Nur wenn die Großeltern einspringen oder wie bei Daria der Vater hilft, kommt man irgendwie über die Runden. Vom Staat gibt es kaum Unterstützung. Das Konzept einer Familie ist sehr christlich-katholisch geprägt. Es geht um Fortpflanzung. Die Familien sollen Kinder bekommen, aber Hilfe gibt es keine. Kinder, Küche, Kirche, so das traditionelle Rollenverständnis. Und jetzt auf einmal lauter Nackte im Fernsehen. Dazwischen sind Frauen wie Daria, die nicht verstehen können, warum sie, obwohl oft besser ausgebildet, so viel weniger Chancen haben als Männer. Das Fernsehen ist voller Frauen, immer in der gleichen Rolle. Aber in den Verwaltungsräten, in verantwortlichen Positionen gibt es sie nicht. Das liegt sicher am Machismus in Italien. Da im Fernsehen können sie ruhig so bleiben, aber woanders nicht. Im Parlament gibt es keine Frauenquote. Wichtigstes Kriterium bisher, sie mussten Berlusconi gefallen. Im europäischen Vergleich hinkt man in fast allen Frauenfragen hinterher. Nur eine Quote in Aufsichtsräten wurde eingeführt. Wir müssen überprüfen, ob die Frauen, die in die Aufsichtsräte kommen, wirklich die fähigsten sind und nicht nur die gefälligsten. Wir wollen eben nicht, dass die bevorzugt werden, die wie in meinem Film ein bisschen blöd, immer grinsend Ja sagen. Deshalb ist es so wichtig, genau aufzupassen. Das System Berlusconi. Er hat alles, wovon viele Italiener träumen. Geld, Macht, Frauen. Und er gibt vor, dass sich jeder diesen Traum erfüllen kann.
Wenn ihr mal keine günstige Gelegenheit findet, dann müsst ihr sie selber herstellen. Es gibt viele Möglichkeiten, Unternehmer von sich selbst zu sein. Ich bin, glaube ich, ein Manifest dieser Theorie. Ich hatte einen Vater, der einfacher Bote in einer Bank war und schließlich zum Direktor aufgestiegen ist. Ich habe wirklich bei Null angefangen und zum Schluss 56.000 Mitarbeiter gehabt. Es ist die Geschichte des Selfmade-Milliardärs. Der steile Aufstieg vom Gelegenheitssänger auf einem Kreuzfahrtschiff zu einem der reichsten Männer Italiens. Mit Villen unter anderem bei Mailand, Sardinien, in der Schweiz und auf den Bermudas. Wer persönlich solch einen Erfolg hat, muss es auch für sein Land schaffen, so die Meinung vieler Italiener. 2008 wählen sie ihn zum dritten Mal zum Ministerpräsidenten. Ich schwöre, der Republik treu zu sein, die Gesetze und die Verfassung zu bewahren und mein Amt ausschließlich im Interesse des Landes auszuüben. Ausschließlich im Interesse des Landes oder doch zum Schutz seiner Unternehmen und vor Gerichtsprozessen? Politikwissenschaftler warnen vor einer schleichenden Aushöhlung der Demokratie. Wir haben einen Regierungschef, der macht, was er will. Er benimmt sich wie ein Sultan und hat auch ein sehr angenehmes Privatleben, was zu seinem Gesamtbild passt. Aber das Wichtige ist, dass Berlusconi bei nichts behindert werden möchte. Er will einfach nur genau das machen, was er will. Um gut regieren zu können, müsse man das Land wie ein Unternehmen führen, meint er. Er klagt über zu hohe Steuern und Bürokratie und spricht so den meisten Italienern aus der Seele. Der gelernte Jurist hat seine Geschäftskarriere als Bauunternehmer begonnen. Die Wohnanlage Milano Due entsteht Ende der 60er nach amerikanischem Vorbild. Extra für das Mailänder Vorortsviertel wird eine Fernsehstation eröffnet. Daraus entsteht später sein Medienimperium Mediaset. Dank guter Kontakte in die Politik und Gesetzeslücken sichert er sich quasi eine Monopolstellung im Privatfernsehen mit 3 nationalen Sendern. Wir zeigen viel Sport, sagt er stolz. Vor allem mit Fußball kann man Massen bewegen, weiß Berlusconi. Lange Zeit ist er Präsident des AC Mailand und sonstig im internationalen Erfolg des Vereins. Der Multimilliardär gibt sich im Stadion volksnah. Die Fanbüros des AC Mailand im ganzen Land werden zu Wahlkampfzentralen, als Berlusconi 1994 beschließt, in die Politik einzusteigen. Er hat leichtes Spiel. Das Parteiensystem, das fast 50 Jahre Italien beherrschte, war zusammengebrochen. Tangentopoli, ein Bestechungsskandal, hatte die alte Garde aus dem Amt gefegt. Mit fast 60 gilt er damals als Newcomer. Hat Charisma und weiß vor allem, wie man sich verkaufen muss. Es gibt eine präzise Regel, die ich genau kenne, denn sie stammt aus dem Beruf, den ich ausgeübt habe, dem Marketing. Wenn man zum Beispiel ein Produkt mit 40% Marktanteil besitzt, sagen wir Kekse, obwohl Politik natürlich kein Keks ist, muss man auch 40% Werbung machen. Und zur Werbung gehören nicht nur Fernsehsender, Beispiel Il Giornale. Herausgeber ist Berlusconis Bruder Paolo. Als Opfer einer linken Presse sieht er sich, mit den eigenen Blättern wird zurückgeschossen. Zitat: Man kann nicht mit dem Florett.